Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal von Ausgewandert nach Polen. Heute ist der erste Teil dran. Ich möchte euch helfen, damit euer Traum in Erfüllung geht. Heute möchte ich mit euch einmal ein paar Punkte durchgehen, wenn ihr wirklich auswandern wollt, hier in das wunderschöne Polen. Welche Vorbereitung solltet ihr treffen? Und die Frage ist, ist es für euch der richtige Schritt? Der richtige Schritt, den habt ihr schon getan, denn ihr schaut jetzt gerade dieses Video. Es geht auch gleich los. Nach meinem kurzen Intro sehen wir uns auch gleich wieder. Also bleibt bitte dran. Ja, und herzlich willkommen zurück hier bei Ausgewandert nach Polen. Ich weiß, ihr schaut jetzt hier, genau, ich habe ein Sweatshirt an mit der polnischen Flagge und Aufschrift Polska. Genau wie meine Arbeitskollegen haben mich gefragt, du bist doch Deutscher, warum trägst du so ein Sweatshirt mit Polska drauf? Und das möchte ich euch kurz eben sagen, bevor es dann auch gleich wirklich richtig losgeht. Und zwar, ich bin zwar Deutscher, aber ich schäme mich langsam wirklich ein Deutscher zu sein. Deswegen bin ich erstmal dankbar und ziemlich glücklich, ja, dass ich hier in der Republik Polen leben kann, dass ich hier eine super Arbeit gefunden habe und super Arbeitskollegen. Und warum ich so gerne hier in Polen lebe. Da oben ist ein Video nochmal verlinkt, die 10 Vor- und Nachteile. Einmal raufschauen, ja, aber bitte erst, wenn dieses Video zu Ende ist. So, und es geht jetzt auch los. Ihr wollt auswandern, ihr seid auf dem Video drauf, ihr habt schon mal den ersten Schritt getan und wir gehen jetzt einmal gemeinsam eine kleine Checkliste durch. Was ist beim Auswandern zu beachten, beziehungsweise was sind die ersten Schritte, was ihr auf jeden Fall unternehmen müsst, bevor ihr ja, den Schritt wagt, hier nach Polen herzukommen. Und da schauen wir uns jetzt mal eine kleine Checkliste an. Nicht wegschalten, ich blende sie jetzt ein. Ja, und hier ist auch einmal die Grafik eingeblendet. Wir fangen heute an mit dem Video Nummer 1. Was soll ich beim Auswandern beachten? Ja, und dazu haben wir auch eine Checkliste. Die wollen wir jetzt mal durchgehen. Und es wäre auch super, wenn ihr euch dazu die Notizen machen würdet. Denn am Ende des Videos werde ich sicherlich noch einige Fragen an euch haben. Und zwar, bevor wir jetzt richtig so mit der Checkliste anfangen, ein kleines Vorwort. Und zwar, ihr wollt auswandern. Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Auswandern, raus aus eurem Heimatland, in ein neues Land, in eine neue Stadt. Ja. Deswegen, die erste Frage, die ihr euch jetzt bitte einmal selber stellen solltet. Nein, die müsst ihr euch selber stellen. Ja. Wichtig ist, was sagt eure Familie und eure Familienangehörigen, ja, zu eurer Auswanderung? Ja, hört einfach mal drauf, was eure Familie und Familienangehörigen natürlich davon halten. Ja, denn eine Auswanderung, ja, ist eine Trennung von den Liebsten. Ja, und das muss euch bewusst sein. Ihr trennt euch von Familienangehörigen, vielleicht von Kindern sogar. Und das muss euch wirklich bewusst sein. Ja? Weil Auswandern ist ein kompletter Neuanfang in einem eventuell für euch komplett unbekannten Land. Ihr könnt jetzt nicht sagen, hey, super, das Video, die Videos, die gefallen mir, Polen, das gefällt mir. Ja, das ist richtig super, super Essen, super Leute, alles gut und günstig. Ja, ich packe meine 7 Sachen und zieh mal eben kurz nach Polen. So läuft es nicht. Ja? Ich habe zwar gesagt gehabt, ja, ne, träumt nicht euer Leben, sondern lebt euren Traum. Aber das heißt jetzt nicht, packt eure 7 Sachen und kommt nach Polen. Weil hier ist alles Gold, was glänzt. So ist es nicht. Ich will natürlich hoffen, dass ihr bereits schon in Polen Urlaub gemacht habt. Ja, damit ihr das erlernt, die Mentalität kennengelernt habt. Ja? Denn wenn ihr noch nie in Polen wart,
ja, dann bitte sofort abbrechen mit euren Auswanderungsvorbereitungen nach Polen. Ja, ihr müsst ein paar Mal das Land besucht haben. Ja, und vor allem, ihr müsst auch auf jeden Fall die Stadt kennen. Ja, eure Zieldestination. Ihr könnt nicht sagen, Polen, ich habe gehört, ja, in Danzig, also Gdansk, ja, sind die Mieten zwar teuer, aber man kriegt Arbeit da und man kann super lecker essen und wir ziehen jetzt einfach nach Danzig. Nein, so läuft es nicht. So kann es nicht laufen. Dann ist die Auswanderung nämlich bereits jetzt zum Scheitern verurteilt. Ja? Die Auswanderung, die muss wirklich akribisch geplant werden. Ja, damit ihr keine ungewollten Überraschungen, ne, und Probleme, ja, hier in Polen habt. Ja, und das gilt zu vermeiden. Ja. Denn oft, ne, können die versäumten Schritte, ja, was ihr vergessen habt, was ihr übersehen habt, im Nachhinein nicht nachgeholt werden. Ja, weil dann ist es zu spät. Wenn ihr alles schon in eurem Heimatland gekündigt habt, ihr habt die Wohnung gekündigt oder das Haus verkauft oder sonst irgendwas. Ja, und ihr sitzt hier plötzlich in Polen und hast das plötzlich, up. Und nu, ich habe keine Wohnung, ich habe keine Arbeit, ich habe gar nichts. Jetzt sitze ich hier mit Frau und Kind oder Kindern plötzlich auf der Straße und habe kein Geld. Ja? Also bitte, ja? Nichts Unüberlegtes tun. Ja? Das Erste, was ihr machen müsst, bereitet euch jetzt erstmal akribisch auf die Auswanderung vor. Kommt nach Polen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und ganz wichtig, eure Zieldestination. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet jetzt zum Beispiel nach Danzig auswandern, nach Warschau, Krakau, Stettin oder sonst irgendwohin, ja, tut mir einen Gefallen, macht Urlaub dort, ja, nicht nur einmal, öfters. Ja, und ganz wichtig, versucht im Urlaub schon einmal Kontakte zu knüpfen. Ja, denn ohne Kontakte in einem fremden Land, auch da ist die Auswanderung zum Scheitern verurteilt. Ja. Und Punkt Nummer zwei. Wenn ihr als Deutsche jetzt oder Österreicher oder Schweizer jetzt nach Polen auswandern wollt, ja, dann hier ticken die Uhren in Polen also ganz anders. Ja. Hier ist alles gemächlich. Ja. Hier gibt es keine Hektik. Wenn ihr einkaufen geht zum Beispiel, ja, mein Gott, wenn ein Kunde bei euch vor der Kasse ist und will jetzt nur einen Apfel bezahlen und das dauert 5 Minuten, bis der Kunde den Apfel bezahlt hat, dann wird eben 5 Minuten gewartet und wird nicht geschrien, ja, machen wir noch eine zweite Kasse auf. Das läuft hier in Polen nicht. Also, ihr müsst euch erst einmal über das Land wirklich informieren. Ja, was ist das für ein Land? Ja, und wie gesagt, oben, wenn ihr auf die Infoleiste klickt, nach dem Video bitte erst, habt ihr die 10 Vor- und Nachteile Polen, Deutschland, Deutschland, Polen. Auch das solltet ihr euch einmal angucken. So, und dann geht es jetzt auch weiter mit den nächsten Sachen. Wenn ihr wirklich schon in Polen wart, in der Stadt, wo ihr hinziehen wollt, und habt euch informiert und habt auch wirklich schon Kontakte geknüpft. Ja, dann geht es auch gleich weiter mit den wichtigen Sachen, die wirklich auf Punkt 1 stehen, wenn ihr bereit seid zum Auswandern. Eure Dokumente. Ja, das ist das Wichtigste, was ihr in dem neuen Heimatland, in dem neuen Auswanderungsland braucht. Die Dokumente. Ja, ganz wichtig, Reisepass oder der Personalausweis. Ja. Wenn ihr jetzt nach Polen kommt, muss das Dokument bei der Einreise oder sollte zumindest 6 Monate noch gültig sein. Ja. Auch wenn Deutschland, Schweiz, Österreich als Beispielland jetzt nicht alle in der Europäischen Union, aber in Europa liegen, das heißt also EU und EWR-Staatsbürger seid, heißt das noch lange nicht, ihr dürft jetzt mit einem ungültigen Dokument einreisen oder ein Dokument, was weniger als 6 bzw. weniger als 3 Monate gültig ist. Ja, solltet ihr an der Grenze kontrolliert werden, könnt ihr natürlich dann das Problem haben, dass man euch nicht reinlässt und wieder zurückgeschickt wird. Ja,
oder dass es eventuell ein kleines Bußgeld gibt. Ja, wenn ihr jetzt natürlich nach Polen auswandert, sorgt bitte dafür, dass der Reisepass bzw. Personalausweis, dass ihr den vorher nochmal neu beantragt. Ja, Mittel und Wege gibt es immer, einen Personalausweis neu zu beantragen. Wenn der Personalausweis nur noch ein halbes Jahr gültig ist oder nur noch ein Jahr gültig ist oder 2 Jahre gültig ist, dann geht bitte zum Einwohnermeldeamt in Deutschland jetzt und beantragt einen neuen Personalausweis. Ja, Personalausweis und Reisepass ist das wichtigste Dokument auf Platz 1, was ihr bei der Auswanderung haben müsst. Ja, Personalausweis, Reisepass auf Platz 1. Gefolgt, ja, kommt die Auslandskrankenversicherung. Ja, seid ihr im Ausland krankenversichert, klärt das bitte auf jeden Fall mit eurer Krankenkasse ab. Was habt ihr davon, wenn ihr jetzt sagt, wir sind bei der Krankenkasse XY, ja, da ist ein EU-Logo hinten drauf. Jetzt bin ich im Ausland, jetzt bin ich in Polen, jetzt habe ich mir das Bein gebrochen. Ja, also die Krankenkasse wird mich ja wohl zurück nach Deutschland für medizinische Versorgung nach Deutschland holen. Nein, das ist ein Wunschdenken. Ja, also klärt es ab mit eurer Krankenkasse, wie es aussieht im EU-Ausland, also in Polen. Seid ihr krankenversichert? Und wenn ja, was wird eigentlich übernommen? Ja, wird jetzt nur der Arzt übernommen, ja, wenn man mal Husten hat, der dir mal ein paar Tabletten verschreiben kann? Oder werden wirklich schwerere medizinische Versorgungen, zum Beispiel eine Operation, mal so eben von der deutschen Krankenversicherung abgedeckt? Oder müsst ihr dafür sorgen, dass ihr irgendwie ins Heimatland kommt? Ja, also eine Auslandskrankenhaftpflichtversicherung. Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise eine Krankenversicherung und eine Haftpflichtversicherung braucht ihr fürs Ausland auf jeden Fall. Ja, weil es kann immer mal passieren, ihr seid irgendwo unterwegs und macht irgendwas kaputt. Ihr seid mit Kindern unterwegs, die machen irgendwas, geht kaputt und der Schaden kann richtig teuer werden. Also, Auslandskrankenversicherung auf jeden Fall, Punkt Nummer 1, und eine Auslandshaftpflichtversicherung. Falls ihr oder wenn ihr mit Kindern reist, das wisst ihr selber, wie schnell Kinder mal etwas kaputt machen. Ja, das ist auf jeden Fall wirklich, ja, das A und O. So, und jetzt bin ich auch wieder da. Und meine Frage an euch. Ist euch die Lust am Auswandern schon vergangen? Oder wollt ihr noch immer hier nach Polen herkommen? Ja, wie gesagt, das Vorwort, was ich hier erwähnt hatte, war ja Abschied nehmen von Familie, von Freunden. Glaubt ihr, das geht so einfach und so leicht? Ja, es kann ja sein, dass ihr noch Kinder habt, erwachsene Kinder, ja, Vater, Mutter. Ja, ihr werdet auch sagen, wir sind ja nicht aus der Welt. Ja, aber glaubt mir, es wird nicht so einfach sein, von Polen in euer Heimatland mal eben zu reisen, ja, um eure Eltern, Verwandten, Bekannten, Kinder, ja, oder sehr gute Freunde mal eben besuchen zu fahren oder zu fliegen. Glaubt mir das, das wird nicht so einfach sein. Ihr müsst erstmal hier in Polen Fuß fassen. Ja? Fuß fassen. Das heißt, ihr braucht erstmal Wohnung oder ein Haus. Ihr braucht die nötigen Dokumente, damit ihr arbeiten könnt. Weil es ist genau wie in Deutschland. Ohne Arbeit keine Wohnung, ja, und ohne Wohnung keine Arbeit. Ja? Das heißt, ihr müsst so mit ein bisschen Startkapital müsst ihr her schon kommen. Ihr müsst mindestens, Minimum, ja, für 3 Monate eigenständig überleben können. Weil wenn ihr kein Startkapital habt, ja, dann lasst es mit den Plänen der Auswanderung. Ja, es geht nicht. Außer ihr habt natürlich Freunde und Bekannte, wo ihr erst einmal so ein bisschen wohnen könnt. Dann braucht ihr trotzdem auf jeden Fall Geld, weil die Freunde werden euch ja nicht die ganze Zeit ernähren können. Ja? Also,
polnische Gastfreundschaft niemals mit Dummheit verwechseln. Ja, wir hier in Polen sind wirklich sehr gastfreundlich. Wir helfen sehr gerne, aber wir lassen uns nicht ausnutzen. Ja, ich spreche ja auch schon in der Wir-Form, weil ich fühle mich ja auch schon ziemlich heimisch in Polen. Ja, ich fühle mich mehr polnisch wie Deutsch oder Spanisch. Ja, also lasst euch das bitte alles bis nächste Woche Sonntag einmal durch den Kopf gehen. Diese 5 Punkte inklusive dem Vorwort. Und ich hoffe natürlich, ihr habt euch Notizen gemacht. Ja, übrigens, habt ihr schon abonniert und das Glöckchen drücken, Daumen nach oben und kommentieren. Ja, und bitte, empfehlt doch den Kanal einfach einmal weiter für Leute, die auch nach Polen auswandern wollen oder die sich allgemein für Polen interessieren. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagnachmittag, Sonntagabend und für morgen einen guten Start in die neue Woche. Das nächste Video, beziehungsweise der zweite Teil, gibt es nächsten Sonntag, auch wieder 16 Uhr. Das nächste Video wird es geben morgen um 18 Uhr. Also bleibt am Ball und überlegt euch das. Nächste Woche Sonntag geht es ja weiter. Ja, und es wird immer etwas härter und komplizierter. Ja, so, jetzt kommt mein Abspann und noch einmal ein Video, was YouTube euch vorschlagen tut. Ja, bitte schaut euch das Video an. Ja, oder oben in der Leiste die 10 Vor- und Nachteile Polen, Deutschland, Deutschland, Polen. Wer es noch nicht gesehen hat, möchte ich jetzt bitten, Infobox, klickt das Video an und schaut euch mal die Vor- und Nachteile, beziehungsweise Nach- und Vorteile zwischen Polen und Deutschland, Deutschland, Polen an. In dem Sinne, bis nächste Woche Sonntag oder halt bis morgen, bis zu einem neuen Video hier aus dem wunderschönen Polen. In dem Sinne, auf Wiedersehen, tschüss und dumme Wiedersehen.